Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Video und ihr seht's schon, unsere Schnellfahrstrecke in dem Vormann. Beim letzten Mal haben wir angefangen und schaut euch mal dieses Kreuz hier, dieses Wirrwarr an. Wobei Wirrwarr kann man es vielleicht gar nicht nennen, aber dieses System hier mit diesen Brücken, ich finde das richtig cool. Schaut mal hier die S-Bahn-Anbindung. Das ist Köln, hier fahren die Schnellzüge dann im Moment ein. Die ICEs sollen dann aufs mittlere Gleis, die werden auf das hier verlegt, später, wenn die ICEs dann kommen. Und das Ganze nur, dass wir das hier gut verbinden können. Die ICEs oben drüber dann. Ach, ich find's klasse. Aber es geht auch direkt weiter mit unserer ICE-Schnellfahrtrasse. Müssen wir hier direkt wieder hingehen. Und schauen wir mal. Ah, jetzt haben wir hier vielleicht einen Fehler gemacht. Das könnte schlecht werden, dass wir da durchkommen. Dann müssen wir mal gucken. Kommen wir nämlich sehr nah hier an der Autobahn vorbei. Ah, das ist ärgerlich. Da müssen wir vielleicht auch die Autobahn einfach nochmal umlegen. Machen wir direkt wieder Pause hier. Machen wir hier diesen Bogen, müssen wir etwas abändern. So, das gehört auch zu unseren Aufgaben, also hier sollte eigentlich ja fast von ja, passt doch allein schon, perfekt, das war jetzt besser als erwartet. So, und dann führt die Strecke hier jetzt ein Stück gerade von der Brücke herunter. Können wir auch eigentlich dann gleich nochmal anpassen. So, und dann würde ich sagen, wir gehen hier um die Kurve. Gucken wir mal, dass wir hier nicht unter die 300 fallen. Passt aber. So, und dann passen wir hier nochmal diesen Übergang an, dass der nicht so ganz eckig war. Das sieht doch so viel besser aus. So, und jetzt müssen wir schon wieder in die andere Richtung herumknicken, dass wir dann hier irgendwo durchgehen. Lasst uns mal gucken, wo müssen wir hin? Da unten. Wir gehen einfach hier so gerade. Ja, reißen wir hier mal die Straße kurz weg. Also richtig groß das Projekt. Wir sehen jetzt leider nicht, wie teuer es letztendlich wird. Ne, wir müssen erst mit der Strecke hier eigentlich hochgehen. So, ah, jetzt haben wir die... Ah, es passt aber. Und dann gehen wir hier wieder rum, so irgendwie. Dass wir nämlich dann hier den Tunnel erreichen. Dass wir dann quasi hier durchgehen. Richtig schön gerade. Das wird ein richtig schöner ICE-Tunnel. Gucken wir mal, was sieht denn besser aus? Ich glaube der. Guck mal, richtig schön gerade 300 km/h hier. Und das Ganze natürlich in beide Richtungen. Toll. Und dann geht das hier rum. Dann müssen wir auch hier die Straße mal wegmachen. Müssen wir manuell bauen. Die Frage ist, wenn wir jetzt bis hier so rumgehen, wird das dann nicht zu langsam vielleicht? Gehen wir mal hier weiter. Auch da ist eine Straße im Weg. Ja, das ist natürlich was, wir können keine Bahnübergänge bauen, gibt es nicht.
an der Strecke. Aber wir können da eine Brücke bauen. Für den Straßenverkehr. Gucken wir mal, ob wir da drunter durchkommen dann. So, und dann gehen wir hier gebogen rum. Gucken wir mal. Ah, seht ihr, und da knickt er jetzt ab, leider. Das heißt, wir müssen schon früher mit der Kurve beginnen. Ich möchte nämlich hier auf dieser freien Strecke nicht unter die 300 km/h gehen. Wir haben nämlich später bestimmt nochmal Züge, die das brauchen. Auch wenn der ICE, glaube ich, nur um die 200 schafft, würde ich mal 250 vielleicht. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie schnell der fährt. Ich würde gerne hinten rumgehen. So wie der erste Versuch war ungefähr. Aber es scheint so, als wäre das nicht möglich. Doch. Aber warum ist das nicht weiter dort möglich? Wir jetzt einfach hier noch ein Stück weiter rausgehen. So passt es. Ja, so machen wir das. Oh, das ist aber eine lange Brücke. Kriegen wir die nicht kürzer? Doch, so passt das. So. Und dann ist auch fast das erste Stück schon fertig. Natürlich müssen jetzt hier die Anbindungen noch geschaffen werden. Zum Beispiel, dass hier jetzt noch eine Brücke gebaut wird. Oh, wow. Achso, da gab es die anderen noch nicht, ne? Können wir sowieso die ganze Brücke nochmal neu bauen. Okay, machen wir es mal ein bisschen höher. So. Dann sieht das nämlich auch viel besser aus hier. Können wir sowieso früher oder später diese ganzen Brücken mal austauschen gegen Betonbrücken. Ich meine, hier geht es. So, hier muss noch was gemacht werden. Vielleicht gehen wir da aber auch einfach unter durch. So. Gucken wir mal, ob das schon reicht. Ne, noch tiefer. So. Straße nochmal neu unterdurch. Können sich natürlich auch freuen, viele Stücke der Straße werden jetzt hier sogar ausgebaut. Das heißt so, die Bewohner sind schneller auch mit dem Auto unterwegs. Ist ja eigentlich das, was wir nicht wollen. Aber müssen wir halt so hinnehmen.
Jetzt gucken wir mal, wie er das hier baut. Nochmal mit einem Tunnel. Das ist aber so eine Strecke, da finde ich das in Ordnung, dass er das macht. Die soll schnell sein, die soll aber unheimlich viel Zeit sparen. So, perfekt. Damit wäre dann die erste Anbindung von Hamburg nach Köln geschafft. Und dann geht es jetzt hier weiter Richtung Frankfurt. Da würde ich gerne... Eigentlich möchte ich Gnemann umfahren. Entweder wir würden jetzt da rausgehen, hier rüber, hier hinten rum. Da kommen wir aber schlecht hier in den Bahnhof wieder rein. Deswegen würde ich fast sagen, wir machen eine Umfahrung. Entweder hier komplett rum oder halt hier durch. Hier einmal dran lang hier und dann da rum. Weil hier können wir diese Strecke können wir nicht nutzen. Das wäre zu langsam. Ich meine, hier haben wir keine Schiffe, wir könnten hier straight durchgehen, aber hier kommen wir nicht hin. Weil niemand im Weg ist. Wir müssen also darüber oder hier oben lang. Was ist denn hier besser? Ich würde rausgehen aus dem Ganzen. So, das weg. Und dass wir dann... hier einen Bogen machen. Wo müssen wir hin? Ja, hier vorrum. Da. Da müssen wir hier die Autobahn am besten kreuzen. Weil hier kommen wir ganz schlecht rum. Das wird zu eng. Hier irgendwie durch diesen Berg durch und dann direkt von hier da dran. Am besten hier zwischendurch. Hier durch. Dann hier irgendwie den Bogen, hier die Autobahn queren, hier die Straße queren. Also irgendwie nach hier so raus. So. Ding ist, eigentlich müssten wir noch ein Kreuz da reinkriegen irgendwie. Also müssen wir es machen. Zack. So. Dann. Dahin und dann gucken wir mal, dass wir hier hochgehen. Besten wahrscheinlich hier durch einen Tunnel. Sonst kommen wir hier gar nicht hoch, oder? Doch, es würde funktionieren, dass wir da hochgehen. Wo geht denn der da rein? Da. Okay. Würde ja gehen. Aber dann würde ich fast sagen, der muss ja wahrscheinlich da schon ein Stück höher gehen. Ja, das ist ja vielleicht ein bisschen extrem. Warum denn gleich so viel? Mann! So. Da lang, dann wollte ich da raus. Wie wäre es gerade? Da müssen wir gleich gucken, wie wir das hier lösen mit der Straße und allem.
Ja, eigentlich würde ich gerne. Gucken, dass wir da wieder unter durchgehen. So. Vielleicht klappt's ja. Und gucken wir mal, ob wir mit der Straße unter durchgehen können. Müssen wir weiter hier lang? Hallo. Das muss ein bisschen umgebaut werden hier, die Umgehungsstraße. Ups, was macht er denn? Das ist so eine Schweinewildbrücke hier. Oder? Glätten. Finde ich, sieht nämlich richtig cool aus jetzt hier. So, dann geht das hier durch. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann machen wir hier die Autobahn weg. Da müssen wir nämlich erstmal gucken, wie wir die queren können dann. So, das würde schon mal passen von der Neigung her, dass wir da überall 300 km/h schaffen. Von daher würde ich sagen, wir gehen hier sogar. Gerade rüber und dann können wir da sogar die Autobahn wahrscheinlich wieder unter durchziehen. Hier müssen wir wahrscheinlich alles abreißen. Bin gerade einmal überlegen, ob wir das da nicht richtig geil hinkriegen, dass wir da richtig schön durchkommen. Pass mal auf, wenn wir hier nämlich auf einer bestimmten Höhe rauskommen. Ich würde es gerne schon so bauen, glaube ich. Wenn wir den jetzt gerade machen, ja, ist ein bisschen tief leider. Ich hätte da gerne eine etwas höhere Brücke. Aber das könnte richtig cool werden hier. Der Abschnitt. Wenn wir hier wirklich so durchgehen. Ah, jetzt ist er zu niedrig. Ja, gute Frage. Vielleicht weiter hinten irgendwie so.
finde ich generell schon mal nicht so schlecht, aber ich würde hier halt gerne den mitnehmen und diese Schlucht mitnehmen. Das ist halt das, was nicht so einfach ist. Wir können natürlich hier, das ist ein bisschen hoch jetzt, übertrieben. Das möchte ich auch gar nicht, weil wir ja hier auch hin müssen. Aber so würde es gehen von der Höhe, würde ich fast sagen. Dann ist das nämlich eine sehr hohe Brücke. Dann gehen wir hier rüber. Ja, dann baut er hier eine zu große Brücke. Tunnelbrücke. Es passt leider nicht hundertprozentig, so wie ich es gerne hätte. Deswegen würde ich es jetzt einfach mal probieren. So, und dann hier mit dem Tunnel einen leichten Knick einzubauen. Glaube ich. Wäre jetzt meine Überlegung. Ist ja das, weil hier das so haben. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Wir machen es mal. Wenn nicht, müssen wir es halt wieder abreißen. Okay. So. Wir sind hier aber eigentlich viel zu hoch für da anzukommen. Na gut, dann müssen wir halt da weiter rumgehen. Das sieht sowieso nicht so schlecht aus dann. Ist halt die Frage, was man jetzt hier möchte. Ich würde sogar fast sagen, wir gehen hier noch ein bisschen weiter durch den Tunnel. Aber leider geht es hier nicht in den Tunnel. Wir kriegen hier gar nicht mehr Tunnel. Eigentlich ist mir die Brücke bisschen zu hoch hier. Das stört mich so ein bisschen. Müssen wir noch mal abreißen hier, ganz kurz. Ein letzter Versuch, okay? Wenn nicht, schneide ich es. Wenn nicht, schneide ich es. Wenn wir so gehen. Ich glaube, so ist besser.
Wir müssen erstmal bis hier beim Tunnel gehen. Da. Spack nicht rum. Das Problem ist halt, wir kommen hier etwas zu sehr weit raus. Und dann letztendlich hier halt nochmal in den Tunnel zu gehen. Ich würde halt super gerne mit der Strecke halbwegs gerade bleiben. Ich meine, wir können das machen. Nehmen mal den 300er Schnitt an hier. Gucken mal. Hier aber den Berg hier ein bisschen aufbauen können. Wo wir dann durchfahren. Warum auch immer er das nicht macht hier. Jo. Hä, hey, warum baut er hier immer wieder durch? Das gibt's doch gar nicht. Aha. So geht es. Also, wir müssen den Berg hier so ein bisschen ausweiten. Um das Ganze hinzukriegen. Aber, ich glaube halt, dann sieht das Ganze viel besser aus. Ne, glätten tun wir es danach. Okay. Das ist natürlich jetzt mega dumm. Aber er kann ja da auch schon so doll wie möglich runter eigentlich. Macht er schon, ne? Nee, jetzt habe ich den falschen Tunnel gebaut. Ach Mann. Okay, hier geht's erst gar nicht. Jetzt. Gucken wir mal, ob der hier überhaupt jetzt mit den 300 gepasst hat. Jawohl. Man merkt es mal wieder, ne? So Bauarbeiten sind doch schon was etwas Langwieriges. Aber ich denke, das Ganze hat sich für diese Bahnstrecke auf jeden Fall gelohnt. Ich finde, die sieht richtig geil aus auf diesem Stück hier. Jetzt müssen wir sie halt nur noch hier irgendwie dann anschließen.
So, da gehen wir dran. Ich hoffe, euch stört das nicht, dass das jetzt die zweite so extrem lange Folge mit Bau ist. Es muss halt gemacht werden. Ich würde sagen, die Straßen machen wir dann beim nächsten Mal oder ich mache das zwischendurch. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns um den restlichen Anschluss hier. Das muss nämlich auch alles noch gemacht werden, aber bevor die Folge halt überdimensionale Längen annimmt. Na? Doch, würde funktionieren. Ja, das sieht natürlich total bescheuert aus hier. Da muss ich nochmal gucken, wie wir das vielleicht noch verändern. Und so. Aber erstmal würde ich sagen, bin ich jetzt raus aus Transport Fever 2. Ich kümmere mich um so ein paar Sachen. Beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall den ICE geben. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht beim Zuschauen. Und mich würde es freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, vielleicht den Kanal sogar abonniert, um nichts Neues mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Kim Zockt. Bye, bye.